Hallo Leute und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Hier hatten wir im letzten Part bei der Reifen Ozean Galaxie den und die lila Münzmission gemacht. Genau. Sorry, hatte gerade einen kleinen Hänger in der Platte. Da könnte ich nach unten, ich will aber. Stimmt, wir können ja einfach mal nach ganz oben gehen, dann spare ich mir den Weg jetzt nochmal runter zu gehen und dann wieder hoch zu gehen, das wäre ja total. Na, das wäre ja nicht gut. Und dass wir hier deswegen. Gehe ich jetzt erstmal nach ganz oben. Wenn es da überhaupt einen gibt, weiß ich gar nicht. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Die Luft ist hier. So. Shagabam, Shagaram, Shagaram. Tatsache, jetzt keine. Also es gibt noch drei, aber die habe ich noch nicht. Die kann ich, auf die habe ich momentan noch keinen Zugriff. Da unten ist das Badezimmer. Komme ich da mit einem Sprung, mit einem guten Sprung hin? Nein, nicht ganz. Ach so, im Schlafzimmer könnte auch noch was sein. Oder ist das hier das Schlafzimmer gewesen? Oder war das der Erzählraum? Nein, das war das Schlafzimmer. Perfekt. Hier auch nicht? Was? Habe ich jetzt gar keinen mehr, oder was? Dann muss ich wieder an diesen blöden Luma da 30 Sternteile waren es, glaube ich, zahlen. Das geht, wenn man das häufig machen muss, ja auch deutlich an die Sternteilbörse. Mann, Mann, Mann. Das wird hart. Aber man sammelt ja auch immer genug Zeugs ein. Okay, ich muss den echt ein bisschen antreiben, etwas zu tun. Im letzten Part habe ich ja so ein bisschen was über schulisches Scheuch geredet und RDL-Stuff. Und ja, ich habe das Feedback jetzt noch nicht abgewartet, weil ich das direkt danach aufnehme. Aber ich weiß eben nicht so ganz. Ich habe jetzt nicht wirklich Lust, hier über irgendein Special-Thema zu reden. Weil das mache ich ja in meinem Mario Kart Wii und dann hebe ich mir die lieber dafür auf, aber. Ich meine, hier kann man dann ja, hier schauen wahrscheinlich eher so die Zuschauer zu, die eben nicht nur so komplett auf das Spiel abfahren müssen, sondern auch so, ne, sich für mich interessieren vielleicht, wer weiß. Muss nicht unbedingt sein, kann aber sein, so. Jetzt sind hier aber einige. Ich gehe einfach mal in irgendeine Galaxie außer der, hier, ne? Außer der Terrasse, genau. Weil da war keiner. Kein neuer. Aber hier müsste jetzt einer sein. Wenn ich das gerade auf der Karte richtig beäugt habe. Ich hätte aber schwören können, dass da letztes Mal auch noch... Alter, wie viele Sachen es hier in dieser Galaxie gab. Krass. Den grünen Stern, den geheimen Stern, einen Risikokomet oder so. Ich glaube, der war auf Zeit. Die drei Standardsterne und jetzt noch den lila. Mann, Mann, Mann. Also die Sandinselgalaxie, die haut echt rein. Stimmt, hier habe ich auch noch Erinnerungen dran. Da hatte ich über das schöne Thema Sand und ein paar ja, Machenschaften damit und nicht so perfekt laufende Dinge, was das Ganze angeht, angesprochen. Möchte ich jetzt aber nicht nochmal aufziehen, denn das habe ich schon mal in Super Mario Galaxy erzählt, das habe ich schon mal bei Custom Tracks erzählt, auch wenn das wirklich schon lange her ist. Aber ja, ich finde das immer noch interessant. Genauso wie ich Tornados interessant finde. Wusstet ihr, dass ich Tornados interessant finde? Jetzt wisst ihr es. Das ist mir gerade eingefallen, wenn ich die hier so sehe. Ah, mit denen müssen wir uns hier hochschleudern lassen. Ich muss... Ah, schütteln, okay. So. Um da alles einzusammeln. Ich finde Tornados mega interessant und... habe mir da auch schon eine Menge Dokus angesehen. Vor allem eben die, die es auf YouTube... noch so gibt, die nicht gesperrt wurden. Auch wenn, ja doch, da gab es früher noch mehr, aber da wurden jetzt manche gesperrt. Sonst kam das immer auf D-Max. Oh, nein, 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 das ist hier der One-Hit-KO-Sand. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Oh, das war ein bisschen schepp. Da kam immer Tornado-Alarm mit Vollgas in den Sturm oder auch verrückt nach Tornados. Und das habe ich unglaublich gerne angeschaut.
Ja, fand ich irgendwie, also ich finde das mega faszinierend, weil so Wolken, ich finde insgesamt irgendwie so Wolken mega interessant, wie die sich immer so verformen und die sehen irgendwie immer voll bedrohlich aus, finde ich. Also, das mag jetzt vielleicht dumm sein, weil das ist ja eigentlich auch nur Wasser mit Staubpartikeln und so einem Shit, aber irgendwie. Nein, nein, du stirbst jetzt bitte nicht. Jetzt kann ich nochmal neu anfangen. Ah. Noch einmal. Genau, also da könnte ich euch auch ein paar Sachen drüber erzählen, aber ich denke nicht, dass das hier jeden unbedingt so interessiert. Meine Stimme ist übrigens gerade ziemlich am Verkacken. Ich hatte das ja im letzten Part erwähnt, dass ich Halsschmerzen und so ein Shit hatte. Oder immer noch einigermaßen habe. Und auch noch trockene Luft in der Luft ist. Ja, macht irgendwie Sinn, dass Luft in der Luft ist. Und diese Kombination aus beidem ist dann doch gar nicht mal so toll. Da die eine kann ich vielleicht auch von hier holen. Nein, das haut nicht hin. Ma, dann muss ich mich nochmal mit dem hier hochsegeln lassen. Und ich fand das immer so cool, weil es gab da immer so drei verschiedene Teams, auf die eben, also denen man so zugeschaut hat. Und die waren dann immer bei unterschiedlichen Sachen, haben sich aber immer so unterhalten und also bei unterschiedlichen Stürmen, wenn es mehrere gab. Und ja, die haben sich dann, das war immer so ein Konkurrenzkampf. Wenn einer einen coolen Tornado gesehen hat, dann haben sich die anderen voll aufgeregt, dass die nicht dort waren und so. Es war durchaus amüsant, ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch wenn, ja, man das natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte mit den Wetterphänomenen. Weil, ja, die kosten ja doch durchaus auch ab und an mal Menschenleben und deswegen Faszination in Vorsicht genießen, sage ich mal so. Aber genug dazu. Wie bin ich darauf jetzt gekommen? Ach so, genau. Weil wir das ja hier in der Galaxie sehen. Da seht ihr mal, wie tiefgründig einem das Spiel hier in irgendwelche Sachen reißen kann. War das jetzt Deutsch? Ich glaube nicht. So, hier jetzt ein bisschen aufpassen. Da habe ich noch eine verpasst. Aber ich glaube, hier kann man auch nicht bei so vielen Sachen vorbeilaufen. Deswegen wird das keine große Sucherei. Nicht so groß wie im letzten Part, wo mir diese letzte Münze noch gefehlt hat, beziehungsweise die letzten vier waren es, glaube ich. Und drei waren dann an der einen Stelle und für eins muss ich dann komplett. Oh, das könnte. Ich hole mir die lieber nacheinander, als hier ein Risiko einzugehen, sagte er und holte sich dann doch beide. Oh Mann. Da wisst ihr auch, hatte ich im letzten Part ja auch angesprochen. Mann, 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 habe ich da viel angesprochen. Sachen, dass mich wirklich so wenige Sachen interessieren und die Sachen, die mich interessieren, in der Schule wahrscheinlich nie angesprochen werden. Wie soll man denn an die Münze da kommen? Ich wollte einen Backflip machen. Dankeschön. So zum Beispiel. Tornados ist wahrscheinlich die eine Sache davon schon mal. Oder habt ihr schon mal in der Schule darüber geredet? Weil ich meine, bei hierzulande ist das ja nicht so üblich, dass es Tornados gibt. Soll vielleicht auch ab und an mal vorkommen, aber generell ist das ja nicht der Fall. Und das ist eben hauptsächlich in Amerika wegen ihr Gebirgen und weil die da ein bisschen an on the wrong place sind. Ich sammle mal die Dinger hier noch ein. Ich glaube, hier muss man dann am Ende so ein bisschen auf Zeit machen, weil man das Ding wieder hochfährt. Und dann muss ich mir da keine Sorgen machen, die noch einzusammeln. Und die hier sollte ich mir auch noch gönnen. Warte, ich müsste aber mal von der Seite eher hier hin. Sonst komme ich an die hinteren nicht dran. Alter, das eine ist echt knapp bemessen. Und was ich auch faszinierend finde, sind ja alle Art von Fahrgeschäften, vor allem, ja, also Achterbahnen und so ein Zeugs. Warum? Weiß ich selbst nicht so genau. Also, um ehrlich zu sein, bin ich gar nicht so der extreme Fan davon, mit den Dinger zu fahren. Aber mich interessiert irgendwie, oh Gott, die Funktionsweise und so weiter. Das sind so ausgefallene Sachen, die
kein Schwein irgendwie interessieren, aber mich irgendwie schon. Ich kann nichts dafür, es tut mir ja auch leid. Stopp-Attacke! Hier muss ich einfach nur nach oben, ja, korrekt. Hui! Oh, 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 das war riskant, weil ich nicht gesehen habe, wo es da hinging. Wegen der guten Kamerastellung. Tschüss, Knochen trocken. Du darfst jetzt erstmal draufgehen. Das war gerade ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Ich begebe mich hier schon mal rein. So, noch warten, noch warten, noch warten, noch warten. Und hui! Hier rüber. Hier war ich noch nicht unten. Nee, war ich noch nicht. Hier müsste dann gleich der Knüppel kommen. Ich möchte ganz gerne auf der anderen... Ach, meine Güte. Das ist ja auch so eine Physik für sich mit den Kameraperspektiven bei diesen Löchern. Erstmal die in der Mitte abgreifen. War das nicht so, dass man in die hier eigentlich nicht rein durfte, weil da solche... hier... so Geröll und so ein Shit drin ist und das einem ein bisschen wehtun könnte. Ich dachte, das wäre so gewesen, aber anscheinend ja doch nicht. Und diese Wüstenmusik erinnert mich wieder an ein anderes Spiel. Nämlich Stronghold Crusader. Das ich in meiner Kindheit unglaublich häufig und viel und ausgiebig gespielt habe. Was ich auch heute noch feiern würde auf jeden Fall. Ich habe nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit mal wieder die Kreuzzüge davon durchgespielt. Und nein, ich habe da eine verpasst. Komme ich noch dran? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das zeitlich dann noch hinbekomme. Hier sollte ich möglichst nicht in die Dinger rein. Ja, sagte er und geriet rein. Zu Stronghold Crusader, da habe ich auch die letzte Kreuzzugmission aufgenommen und hochgeladen. Also falls euch interessiert, von was ich hier laber, dann schaut da mal vorbei. War echt richtig cool. Das Spiel ist unglaublich schwierig gegen Ende hin. Und also eben vor allem die Kreuzzüge. Und ich habe das gefirst tried, das letzte Level. Und da war ich sowas von überrascht von mir. Ja, ich habe es nicht hinbekommen. War irgendwie klar. Weil das ist echt... not so easy. That was easy. Bin ich hierher gekommen? Echt? Hä? Bin ich da gerade entlang gesprungen? Ich kann mich da irgendwie... kommt mir das gar nicht so bekannt vor. Mann, Mann, Mann. Gutes Gedächtnis auf jeden Fall. Ach, das ist genau hier. Ach so. Wenn ich das hier runterstampf, kommt es aus der anderen Seite wieder raus. Macht irgendwie Sinn. Aber warum es dann wieder hochfährt, wenn ich da oben nicht wieder einen Knopf drücke, ist natürlich fraglich. Ja. So, und... nach dem... Nein! Oh Mann! Jetzt lauf doch! Ich musste mich gerade richtig räuspern und... Ach nein! Nach der Mission hier ist auf jeden Fall Schluss mit dem Part. Weil dann muss ich was trinken, das geht... gerade gar nicht klar. Alter, wäre ich da jetzt noch reingefallen, ne? Dann hätte ich mich sowas von getötet. Mann, jetzt spring hier hoch. Die Zeit geht aus. Die Zeit geht aus. Oh! Das war eng. Alter, hätte ich die letzte Münze jetzt nicht bekommen. Ich hätte mich so aufgeregt. Das glaubt ihr mir nicht. Oder ihr glaubt es mir einfach, das ist eigentlich die bessere Lösung. Na gut, dann haben wir wenigstens auch hier ein bisschen Fortschritt erzielt. Und ich bin mal gespannt, wann die Lila Münz Missionen auf Zeit kommen. Und die werden dann ja noch ein bisschen interessanter. Also da erwartet uns schon noch ein bisschen was. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.